Herzlich willkommen, meine lieben Stiere. So, meine Lieben, es geht um eure Märzlegung. Mal sehen, was für euch kommt. Wir schauen uns eure drei Veränderungen an, drei wichtige Themen. Und es ist immer ab sofort gültig. So, was zeigt sich hier für die Stiere? Was ist wichtig? Welche Veränderung kommt hier für die Stiere? Haus, ups, so. Und Sarg. Okay, lass mich mal kurz schauen, ob man das gut in der Kamera sieht. Ich würde es mal noch kurz rüber verschieben. Noch ein bisschen runter. Es wäre möglich, dass es hier Kummer gibt wegen einem Haus, also wegen einem Haus, wegen einer Immobilie, wegen eurer Wohnung. Es wäre auch möglich, dass im Haus jemand, dass jemand geht, ja, vielleicht eine ältere Person, ja, dass es sozusagen einen Todesfall gibt oder ein Trauerfall, ja. Ja, also irgendwas mit dem Haus oder mit der Familie betreffend. Ich würde sagen, ich schaue mir das jetzt zuerst mal genauer mit den weiteren Karten an. So, mehr Details, was hier gemeint ist für die Stiere, bitte. Vielleicht wird auch ein Haus abgerissen. Ja, schau mal, hier endet tatsächlich etwas. 10 ist auch immer so ein Cut, ein Ende. Es gibt hier Schwierigkeiten, es gibt hier Probleme. Okay, lass uns aber mit der kompletten Bedeutung zuerst noch abwarten. Also, 10 Stäbe, Ass der Kelche. Wir haben hier nochmal 10. Wir haben hier Schütze und jetzt noch Fische. Okay. Und wir haben Page der Kelche. Wenn etwas zu Ende geht, beginnt auch was Neues. Ja, das ist auch schön. Also gut. Lass uns schauen noch mit einer letzten Botschaft hier. Ring. Okay. Also gut. Wir haben hier noch weitere Energien von Krebs, Skorpion und Fische. Jemand im gleichen Alter, die Person könnte blonde oder helle Haare haben. Fühlt man sich sehr gebunden zum Haus, vielleicht wäre das was, aber mit dem Ring ist es auch für mich gelegentlich, dass hier natürlich Verträge gemacht werden, dass es hier vielleicht wegen einer Erbschaft etwas besprochen wird, ja, oder dass man etwas weiterverkaufen will, dass man sich ja eventuell von einem Haus trennen möchte und einen Neubeginn startet. Es wäre natürlich möglich mit der Hauskarte, dass es hier um Familie geht, ja, dass man hier Probleme hat innerhalb der Familie. Vielleicht ist es also ja ein Ehepaar mit Kindern eventuell auch, muss aber nicht, ja. Es fühlt sich alles so schwierig an, man möchte es beenden, weil es einen so belastet. Man möchte einen Neubeginn haben, ja, man möchte wirklich das Alte sterben lassen und ein Neubeginn. Kann auch immer mit demselben Partner sein. Oder innerhalb der Familie, man möchte hier einfach das vollkommene Glück haben. Ja. Ich sehe auch hier, dass hier ein Angebot ist. Vielleicht ist das ein Friedensangebot innerhalb der Familie, ja, dass man sagt, hey, die alten Sachen, worüber uns wir immer gestritten haben, das lassen wir hinter uns und beginnen neu. Aber es wäre auch möglich, dass man hier ein Haus verlässt, ja, verkauft, weil vielleicht auch jemand gestorben ist, jemand Älteres. Ja, und jetzt möchte man einfach einen Neubeginn haben, neue Verträge aushandeln. Okay, lass mich mal schauen. Ich möchte hier eine Zusatzinformation für meine Stiere zu diesem Thema hier. Schau mal, ja. Also, wenn etwas stirbt, kann auch etwas Neues aufgebaut werden. Es kann etwas Neues beginnen, ja. Auch wenn es hier Kummer gab und es schwierige Zeiten waren. Es verändert sich hier, ja, die Zeit des Kummers
geht vorbei. Es kommt hier wieder ein Umschwung, Aufschwung rein für euch. Genau. Okay, dann lass uns mal schauen. Zweites Thema. Ja, das ist jetzt mal das erste für März. Was kommt sonst noch? Wir haben die Welt umgedreht. Steinbock. Für die Stiere bitte. Beide Karten sind umgedreht und wir haben hier Moment, den Narr. Ja? Der Narr, das ist die Wassermann-Energie. Es wäre möglich, dass hier jemand in der Komfortzone drin ist. Ja? Also keine Bewegung. Ich bleibe mal noch drin. Hier könnte man Chancen verpassen. Ja? Okay, lass uns mal schauen. Was ist hier genau gemeint für die Stiere? Ritter der Schwerter. Fünf der Münzen. Sieben der Schwerter umgedreht. Wassermann, Stier, Wassermann. Und Steinbock mit den zwei Münzen. Mehr Details hier. Ups, was war das? Das war doch dies. Nee, das ist, sind die Blumen. Das ist auch eine schöne Karte. Okay, wir haben hier somit weitere Energien von Krebs, Skorpion, Fische, jemand Älteres, die Person könnte rote Haare haben, gefärbte Haare, Strähnchen, genau. Es wäre auch möglich, dass hier einfach eine gute Frau hier ist in eurem Umfeld, die hier euch unterstützt, also eine Freundin, eine Schwester, kann auch eine Tochter sein, eine Mutter, ja, eine gute Vertraute. Okay, was ist hier los? Man steckt hier in irgendeiner Situation fest, würde ich schon sehen, ja. Schau mal, das ist schon die Stierenergie, aber das ist so die Energie, oh, da geht nichts vorwärts. Ich bin isoliert, ich fühle mich krank, ich fühle mich depressiv, ich fühle mich ein bisschen aussichtslos, ja. Also hier ist irgendeine Situation, die nicht so schön ist, ja. Moment, ich sehe gerade, dass es total schräg ist. So ist schon ein kleines bisschen besser. Es wäre aber auch hier möglich, dass das hier bedeutet, du hast es hier mit einer rücksichtslosen Person zu tun. Weil hier haben wir auch sieben der Schwerter umgedreht. Ja, man möchte sich zwar hier wieder versöhnen, man möchte das wieder ausgleichen, aber man ist schon noch sehr wütend. Ja? Ja, vielleicht hat man sich hier gestritten, vielleicht hat man sich hier reingelegt gefühlt, ja, und deswegen hat man sich ja auch isoliert. Nee, mit dieser Person möchte ich nichts mehr zu tun haben, ja, ich möchte mein Leben wieder in die Balance bekommen, ich möchte wieder freudige Dinge in meinem Leben haben, schöne Dinge erleben, ja, und ja, und da werde ich mich nicht bewegen, auf diese Person zuzugehen und Frieden zu stiften. Genau. Ich glaube, ich brauche noch eine Zusatzkarte. So, was haben wir sonst noch? Nochmal eins, Ass der Schwerter. Ich würde sagen, hier wird nun klar kommuniziert, ja? Auch wenn jemand in der Vergangenheit blöd war. Man möchte jetzt hier die Sache ansprechen, ja. Es gefällt ja einem nicht, dass man sich hier versperrt hat, dass man sich hier umgedreht hat, dass man hier einfach sagt, geh du weg, ja. Nee, man möchte es tatsächlich hier angehen, aber ich würde sagen, das kann auch die Energie der anderen Person sein. Nicht nur, dass du das endlich gelöst haben möchtest, sondern die andere Person möchte es wieder bereinigen, ja. Möchte wieder schön, ein schönes Miteinander haben, ja. Hier hat man sich gezofft, hier hat man sich beleidigt oder unschön miteinander gesprochen, aber ja, hier muss jetzt Klarheit rein, ja, ihr möchtet es mit irgendeiner Person bereinigen oder eine andere Person möchte es mit euch bereinigen, weil es etwas rücksichtslos war, ja,
Was es für ein Thema ist, das weiß ich jetzt nicht. Es kann auch wirklich nur eine Freundin gewesen sein, die sich einfach unfair gegenüber euch verhalten hat. Okay, und hier ist Klärungsbedarf. So viel dazu. So, meine Lieben, drittes Thema für meine Stiere. Was zeigt sich sonst noch? Welche Veränderung kommt hier? Für die Stiere. Was haben wir hier? Hormones get mixed up. Ja, ich hatte das mal früher in Englisch geschrieben und die Karten sind geblieben. Hormone geraten durcheinander. Ja, irgendwas bringt euch hier in Wallung. Mal sehen. Also es kann auch bei den Männern sein. Ja, Hormone geraten durcheinander. Nicht nur bei den Frauen. Ja, warum denn? Was ist hier los, bitte? Was ist hier gemeint für die Stiere? Ritter der Münzen. Was ist hier gemeint? Fünfter Schwerter umgedreht. Oh, der Teufel umgedreht. Okay. Also gut. Stier, Wassermann und Steinbock. Der Teufel zweimal. Uiuiui. Okay. Und wir haben hier die Ruten. Mit den Ruten, das sind die Energien, Zwillinge, Waage, Wassermann. Jemand im gleichen Alter, die Person könnte braune Haare haben. Hormone geraten durcheinander. Es können Sexualhormone sein, ja, zu viel Sex, zu viel, einfach Süchte auch, ja. Eventuell hat man hier, ja, schau mal, also der Stier reitet in Richtung, ja, ich möchte das bereinigen, ja, ich war unfair, ich habe einfach doofe Dinge gemacht. Kann aber auch sein, dass es wieder für die Crosswatcher ist, ja. Ich habe doofe Dinge gemacht und ich möchte da endlich raus. Ich möchte mich davon trennen. Ich möchte diese Dinge bereinigen, ja. Ich war hier wahrscheinlich viel am Feiern. Schau mal hier, Moment. Viel am Trinken, viel an Party machen. Und jetzt sind meine Hormone sowieso total durcheinander. Ich muss hier wieder Ordnung schaffen, ja. Ordnung schaffen, bereinigen. Und ich würde sagen, ja, man geht es hier an. Einfach ein Cleaning zu machen, ja, Clearing vielleicht, Clearing oder Cleaning. Mehr Details hier. Ja, also man hat so das Gefühl, als würde einem die geistige Welt schon rufen, hör auf damit, was machst du? Schon wieder Party, schon wieder andere Sexualpartner, schon wieder zu viel getrunken, auch kann auch irgendwas fallen. Also es muss jetzt gar nicht trinken oder Sex sein, ja, es kann auch wirklich zu viel gegessen, zu viel Chips, zu viel Fast Food. Ja, auf jeden Fall, man hört sich gerufen, hey, hör auf, was machst du? Jetzt mal eine Pause, ja? Frühjahrsputz, bitte. So, was gibt es hier sonst noch? Gibt es hier sonst noch einen Hinweis für meine Stiere? Ja, man möchte die Verantwortung wieder für sich übernehmen. Ja, das ist auch hier mit der Königin der Münzen. So eine Verantwortungskarte. Ja, ich habe über die Stränge geschlagen. Ja, ich habe hier nicht so richtig gehandelt und jetzt merke ich schon, dass es ein bisschen turbulent bei mir im Körper ist oder überhaupt. Nee, ich möchte jetzt wieder so wie ein Erdzeichen ist, wieder Verantwortungsbewusstsein und mir die Sache wieder genauestens anschauen und beseitigen, bereinigen. Ja, das gehst du hier an. Okay, meine Lieben, Stiere, falls ihr eine persönliche Kartenlegung wünscht und es war hier etwas nicht dabei oder ihr habt noch vielleicht noch Beruf erhofft oder Finanzen oder ihr seid frisch verliebt, ich weiß es ja nicht. Ich kann gerne bei euch auch in einer persönlichen Kartenlegung reinschauen, was für euch kommt, genau was im Beruflichen kommt oder falls ihr jemand neu kennengelernt habt, wie entwickelt sich das? Ja, was ist das für eine Person?
Genau, also ich kann da gerne reinschauen und euch weiterhelfen. Falls das der Fall ist, schreibt mich gerne per E-Mail an. Wir schauen gerne rein. Alles Liebe und alles Gute.